Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassen-Card. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am 30. November. Wir freuen uns, Sie zum Wochenstart begrüßen zu dürfen. Wir starten den letzten Tag im November mit Neuigkeiten vom Tage. 30 Jahre nach der Wende ist es nun vollbracht. Gleiche Löhne in Ost und West, zumindest für Gebäudereiniger im Landkreis Bautzen. Mehr zu dem tarifpolitischen Meilenstein und weitere Nachrichten haben wir nun für Sie. Ab Dezember haben die 1400 Beschäftigten der Reinigungsbranche im Landkreis Bautzen Anspruch auf dieselbe Bezahlung wie ihre Kollegen in Westdeutschland. Das teilte die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt, kurz IG Bau, mit. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hat die unterschiedliche Bezahlung in Ost und West für Reinigungskräfte endlich ein Ende. Die Gebäudereinigung ist damit die erste große Dienstleistungsbranche, die die Lohnangleichung vollzieht, sagt Peter Schubert von der IG Bau Ostsachsen. Der Gewerkschafter spricht von einem tarifpolitischen Meilenstein, der in den vergangenen Jahren erkämpft worden sei. Ab sofort liegt der Mindestlohn in der Gebäudereinigung überall in Deutschland bei 10,80 Euro pro Stunde und ist damit im Osten seit 2018 um insgesamt 17% gestiegen. Die Gebäudereinigung gilt als eine der größten Handwerkssparten und setzte im vergangenen Jahr bundesweit 19,6 Milliarden Euro um. Im Osten ist die Branche von kleinen und mittelständischen Betrieben geprägt, so Bezirksvorsitzender Schubert. Nachdem in Bautzen die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren schrittweise sank, konnte dieser Trend nun umgekehrt werden. Im dritten Quartal 2020 zogen 58 Personen mehr ins Stadtgebiet Bautzen, als dieses verließen. Insgesamt zogen in den ersten 9 Monaten diesen Jahres 140 Personen mehr nach Bautzen als aus der Stadt, wie jetzt die Stadtverwaltung in ihrem Quartalsbericht mitteilte. Ein eben solcher Trend ist auch für das Bautzener Gewerbe zu sehen. So wurden von Januar bis September dieses Jahres 175 Gewerbe an- und nur 157 Gewerbe abgemeldet. Im Jahr 2019 fiel das Saldo der Gewerbeanmeldungen noch negativ aus. Vom 1. bis zum 24. Dezember können sich alle Facebook-Nutzer auf der offiziellen Bischofswerder Facebook-Seite unter www.facebook.com/bischofswerder auf einen digitalen Adventskalender freuen. Hinter jedem Türchen verstecken sich 2 Gutscheine a 50 Euro, finanziert von der Stadt selbst. Unterstützt werden dadurch vor allem regionale Unternehmen, die vom Lockdown besonders hart getroffen wurden. Um teilzunehmen, müssen Sie nur auf der Bischofswerda-Seite kommentieren, warum gerade Sie einen Gutschein gewinnen möchten. Die 2 besten Begründungen, die von den anderen Nutzern die meisten Gefällt-mir-Angaben erhalten, können sich dann über den gewünschten Gutschein freuen.
Das Jugendamt hat das Angebot Pflegeeltern entlastender Dienste erweitert, wie der Wochenkurier jetzt mitgeteilt hat. 438 Pflegekinder lebten 2019 bei insgesamt 350 Pflegefamilien im Landkreis Görlitz. 50 Kinder wurden im vergangenen Jahr in Obhut genommen und in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht. Um die Pflegefamilien im Landkreis zu unterstützen, gibt es den Pflegeeltern entlastenden Dienst. Bis vor kurzem kümmerte sich der Löbauer Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes alleine darum und war damit erster Ansprechpartner für Pflegeeltern. Das hat sich inzwischen geändert. Der Landkreis hat den Dienst seit September breiter aufgestellt, statt einen kümmern sich jetzt vier Träger um die Belange der Pflegeeltern. Jeder nimmt sich dabei einem anderen Schwerpunkt an. Geplant sind bei den vier Trägern auch verschiedene Gruppenangebote, wie beispielsweise ein monatlicher Kindertreff und Pflegeelternrunden, bei denen sich die Eltern austauschen können. Der Neschwitzer Ortsteil Kaslau hat einen neuen Blickfang. Der tschechisch-amerikanische Bildhauer Robert Alger schuf die Figurengruppe Rückkehr nach Kaslau in Kooperation mit dem Steinlicht e.V. im Steinbruch Miltitz. Das Denkmal erinnert an die Zerstörung des Ortes durch Frontkämpfe der russischen und polnischen Armee gegen deutsche Truppen Ende April 1945. Gleichzeitig soll mit ihm an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen oder vermissten Ortsbewohner sowie an zwei in Kaslau umgekommene Zwangsarbeiter erinnert werden. Das Denkmal entstand auf Initiative mehrerer Ortsbewohner. Werden Sie Lausitzwelle-Reporter? Wir waren bei einem wichtigen Ereignis nicht dabei? Kein Problem, berichten Sie doch einfach selbst. Schicken Sie einfach eine E-Mail an info@lausitzwelle.de mit den wichtigsten Informationen und ein Foto. Den Rest erledigen wir. Bald ist Weihnachten. Neben dem Beschenken geht es auch darum, etwas zurückzugeben und an die zu denken, denen es nicht so gut geht. So auch an den besten Freund des Menschen. Fressnapf startete wieder eine Spendenaktion zu Weihnachten und unterstützt damit lokale Tierschutzvereine. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Diese Liebe sollte nicht nur von Mensch zu Mensch gezeigt werden, sondern auch von Mensch zu Tier. Unter der Aktion Tierisch engagiert können Kunden von Fressnapf jetzt in der Weihnachtszeit Tierwünsche wahr werden lassen. Seit mehreren Jahren können die Tiere vom Tierschutzligadorf in Cottbus jedes Jahr Weihnachtswünsche äußern, die dann von Hoyerswerdas Fressnapf-Kunden erfüllt werden. Teilnehmen ist dabei ganz einfach. Also wir haben uns zu jedem unseren Tier im Tierheim haben wir uns was überlegt, was das Tier sich halt wünschen könnte. Ja, und haben quasi dann so eine Weihnachtsbaumkugeln gebastelt, wo das Tier abgebildet ist und auf der Rückseite der Wunsch, also zum Beispiel der Krümel, der wünscht sich ein neues Hundebett. Ja, und die Leute, die hier zu Fressnapf kommen, die können quasi sich hier ein Tier aussuchen und den Weihnachtswunsch für das Tier erfüllen und den Wunsch quasi spenden. Es muss aber nicht immer eine große Geste sein, die hilft. Auch kleine Dinge können viel bewirken. So ist die Tierwunschaktion nicht die einzige Möglichkeit, Tieren in Not zu helfen. Schon seit der Öffnung der Fressnapf-Filiale in Hoyerswerda nimmt diese an tierisch engagiert teil. Angefangen mit Stickern, die man erwerben konnte, wächst die Aktion immer weiter. Sehr beliebt sind auch die Freundschaftsbänder. Die Spendensumme des vergangenen Jahres ist jedenfalls beachtlich. Das tierisch engagiert ist von der Sache her damals von Fressnapf direkt sozusagen von der Zentrale ins Leben gerufen worden. Wir nehmen jetzt teil jährlich an der Aktion seit 10 Jahren, die wir jetzt hier vor Ort schon, oder seit 2010, seitdem wir hier sozusagen vor Ort sind und machen da jedes Jahr engagiert auch wirklich mit, freuen uns, dass auch die Kunden da so engagiert mitmachen und dass halt auch immer so viel Spenden, egal ob das jetzt die Wunschbaumaktion ist oder halt über die Armbandaktion, dass da halt wirklich so zahlreich was zusammenkommt. Also für letztes Jahr sind wir für Fressnapf bei 90.000 Euro gewesen, was aber auch nicht nur in finanzieller Sicht sozusagen, sondern auch Sachspenden werden gerne mitgegeben. Und da sind wir so, sind wir so bei 1.500 Euro Paletten, die auch an verschiedenste Organisationen oder auch Tierheime halt mitgespendet werden.
Seit 3 Jahren kann man bei Tierisch Engagiert Spendenarmbänder an jeder beliebigen Fressnapfkasse erwerben. Dabei kann man sich zwischen 3 Farben entscheiden. Ein Teil des Geldes geht dann an verschiedene Vereine, Tierschutz- und Assistenztierprojekte sowie an den Tierschutzbund Vita. Seit diesem Jahr gibt es die Armbänder auch in Kindergröße, damit auch die Kleinen ganz viel Freude am Tierschutz haben. Wohnungen in Plattenbausiedlungen sind immer schwieriger zu vermieten, so auch in Königswartha, wo der Leerstand in den Wohnbaubeständen bei etwa 1/3 liegt. Eine Privatisierung des Bestands soll nun Abhilfe schaffen. Mehr dazu und weitere Meldungen aus der Region gibt es jetzt. Der Wohnungsbestand der Wohnbau Königswartha wird verkauft. Dies hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bei dem Käufer handelt es sich um die Saale Immobilienverwaltung mit Sitz in Jena. Diese übernimmt 223 teilsanierte und 177 unsanierte Wohneinheiten im Plattenbaugebiet Kastanienring sowie 27 sanierte Altbauwohnungen. Als Kaufpreis wurden laut Beschlussvorlage 2,75 Millionen Euro vereinbart. Das Jena Unternehmen ist nach eigenen Angaben erfahren in der Entwicklung schwieriger Wohnstandorte. Das Königswartha-Gebiet zählt zweifellos dazu. Der Leerstand in den Wohnbaubeständen liegt bei etwa 1/3. Dass es auch anders gehen kann, zeigt die Wohnungsgenossenschaft, die erst unlängst Fahrstühle an ihre Blöcke anbauen ließ und kaum Leerstand beklagt. Der Sportclub Hoyerswerda startet pünktlich zum 1. Dezember mit einem sogenannten bewegten Adventskalender. Jeden Tag wird unter www.sportclub-hoyerswerda.de online ein Türchen geöffnet. Dahinter verbergen sich sportliche Aufgaben sowie Denkaufgaben. Für jede Altersklasse ist etwas dabei, wie der Sportclub mitteilt. Zusätzlich werden ab 1. Dezember Gesundheitskilometer gesammelt. Egal ob wandern oder laufen, es sollen viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt und eingetragen werden. Der genaue Ablauf ist ebenfalls auf der Homepage des Sportclubs unter Gesundheitskilometer sammeln zu finden. Gleichzeitig ist es auch eine gute Vorbereitung auf den traditionellen Neujahrslauf am 3. Januar 2021, der diesmal vermutlich virtuell durchgeführt wird. Obwohl in diesem Jahr kein Wenzelsmarkt in Bautzen stattfindet, sind die Einkaufsstraßen auf Initiative der Stadtverwaltung, Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft sowie engagierter Händler weihnachtlich geschmückt. Neu sind in diesem Jahr bunte Kugeln, die an den Laubbäumen auf der Reichenstraße angebracht sind. Die etwa 1300 Kugeln wurden von Kindern aus Bautzen und der Umgebung gebastelt. 38 Kindertageseinrichtungen, Horte und Schulen haben sich an der Aktion beteiligt. Seit dem Wochenende leuchten außerdem 80 Herrnhuter Sterne am Weihnachtsbaum und die traditionelle Pyramide wurde ebenfalls aufgestellt. Dies ist möglich, weil die Arbeiten am Stromnetz bereits am 6. November abgeschlossen waren. Mitte September begann die Baumaßnahme, um bei künftigen Veranstaltungen besser für den Bedarf der Markthändler gerüstet zu sein. Es war der letzte Teil einer Maßnahme, um im Bereich Hauptmarkt, Reichenstraße, Kornmarkt das weit überlastete Energienetz stabil und sicher zu gestalten, teilt die Stadt weiter mit. Die Domo Wiener veröffentlichte eine Sonderausgabe der Publikation NASA Domo Wiener. Die dreisprachige deutsch-obersorbisch-niedersorbische Ausgabe wendet sich an die Lausitzer, die sorbische Wurzeln haben, aber die Sprache nicht sprechen. Ziel ist das gemeinsame Wirken für die Lausitzer Heimat, betont Domo Wiener Vorsitzender David Statnik. In der Publikation können sich Leser über die Arbeit und Struktur des sorbischen Dachverbandes informieren. Auch eine Übersicht von Ansprechpartnern der Domo Wiener in der Lausitz findet sich. Die Höhepunkte des Jahres 2020 sind ebenfalls aufgeführt. Außerdem wird auf 2 aktuelle Wettbewerbe mit sorbischer Thematik hingewiesen. Die Sonderausgabe von NASA Domo Wiener 2020 ist auf der Startseite der Homepage des sorbischen Dachverbandes unter domowiener.de/start abrufbar. Und jetzt die aktuellen Corona-Zahlen. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 2.292 Menschen am Coronavirus erkrankt. Im Vergleich zum Vortag kamen 50 Neuinfektionen dazu, 2 weitere Patienten sind verstorben. Der Landkreis Görlitz hat seit gestern 39 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt hier bei 2.612.
6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Im Spree-Neiße-Kreis sind aktuell 900 Menschen mit dem Virus erkrankt. Seit gestern sind 14 Menschen positiv getestet worden. Leider gab es auch seit gestern noch 3 weitere Todesfälle. Und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat innerhalb von 24 Stunden 25 Neuinfektionen gemeldet. Hier sind aktuell 616 Personen am Virus erkrankt. Sachsen erlaubt über Weihnachten Übernachtungen in Hotels und Pensionen für Familienbesuche. Das hat das Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Die Landesregierung stellt sich damit gegen die Empfehlung des Bundes. Kanzlerin Merkel hatte derartige Pläne vor allem mit Blick auf hohe Infektionszahlen in Großstädten abgelehnt. Vor dem Freistaat Sachsen hatten bereits 8 andere Bundesländer Übernachtungen über die Feiertage erlaubt, darunter Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns sehen Sie gleich den Polizeibericht. Vorher machen wir aber noch eine kurze Pause und sind gleich zurück, also bleiben Sie dran. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. 6 Zimmer, Küche und 2 Bäder. Eine ganze Etage nur für Sie. 132 Quadratmeter frisch saniert, zuschnittsgeändert, neu tapeziert und gefliest. Fix und fertig zum Einzug. Ihre neue Wohnung in der Hoyerswerda Altstadt. Interessiert? Dann einfach anrufen. Hoyerswerda 475 200. Weitere Infos und attraktive Wohnungsangebote finden Sie auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Knobi, Knobi, unterbleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht und ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Du denkst ja immer, dir passiert das nicht. Dir passiert das einfach nicht. Man ist jung, man denkt irgendwie auch, man sei unsterblich. Und dann kommt die Keule und schießt dich so aus dem Leben raus, ja. Dass ich auf einer Intensivstation lande, da hätte ich niemals mit gerechnet. Diese Hilflosigkeit, keinen Ausweg zu haben, kenne ich eigentlich nicht. Und dann kommt die Angst natürlich, klar. Du denkst an die Familie, du denkst an... Da habe ich echt ein Trauma. Mein Papa war einfach ein guter Mensch, herzensguter Mensch, war für jeden da. Ich weiß, dass ich jemanden angesteckt habe und dieses Gefühl, das ist furchtbar. Der Erste hat ein bisschen Fieber, der Zweite ist im Krankenhaus und... Der Dritte liegt halt am Friedhof draußen und das will keiner. Der Moment des Aufwachens war einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Und wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. Corona kann einen schweren oder tödlichen Verlauf nehmen. Schützen Sie sich und andere. Wie angekündigt, geht es nun mit den neuesten Meldungen aus dem Polizeibericht weiter. Beginnen möchten wir mit einem Einbruch in Weißwasser. Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei in Weißwasser am Samstagabend 2 Täter bei einem Einbruch erwischt. Beamte fanden auf einem Firmengelände am Braunsteichweg einen polnischen PKW sowie einen 25-jährigen Polen. Im Rahmen einer Fahndung, unterstützt von einem Hubschrauber und Fährtenhunden, konnte noch ein Mann vorläufig festgenommen werden. Sie hatten eine Werkhalle aufgebrochen, Kupferkabel war abgeschnitten und zum Abtransport bereitgelegt. Ein weiterer 35-Jähriger, der dabei war, wurde wenig später bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Alle 3 standen unter dem Einfluss von Drogen. Samstagnacht hat eine Polizeistreife auf der Neudorfstraße in Kunewalde einen Mercedes Vito verfolgt, der das Anhaltesignal ignorierte. Der flüchtende Transporter stieß gegen mehrere Bordsteine und Schutzplanken, kam ins Schleudern und letztendlich gegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich betrunken war. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der 34-Jährige muss sich zudem nun vor Gericht verantworten. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag von einem Wohnmobil, das an der Mühlgasse in Rothenburg abgestellt war, ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Das Zweirad von Cannondale war mit einem Kettenschloss am Heckgepäckträger des Campers gesichert.
Der Wert des Bikes beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Am Samstagabend ereignete sich in Lückendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Audi ist auf der Kammstraße in Richtung Eubin in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Der 23-jährige Fahrer war zu schnell unterwegs. Er wurde leicht, aber seine 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der PKW ist Schrott. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte auf einem Grundstück an der Teichstraße in Weißkeisel einen Schuppen aufgebrochen und daraus eine Schwalbe und einen S70 im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro gestohlen. Beide waren nicht zugelassen, jedoch fahrbereit. Außerdem versuchten die Täter auch in das Wohnhaus einzudringen, was ihnen nicht gelang. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.000 Euro. Ein Spaziergänger fand beide Mopeds am Samstagnachmittag in einem Wäldchen ganz in der Nähe und verständigte den Besitzer. Die Polizei ermittelt. Zum Ende unserer Sendung haben wir gleich die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Doch jetzt gibt es erst einmal einen geschichtlichen Rückblick in unserem täglichen Kalenderblatt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 30. November 1936 wurden zahlreiche Dörfer in unserer Region mit sorbischem Ursprung umbenannt. Bei den Reichstagswahlen 1933 hatte auch im Landkreis Hoyerswerda die NSDAP gut die Hälfte aller gültigen Stimmen auf sich vereinen können. Und so wurden unter anderem aus Brischko Birkenheim, Dubring Eichenhain, Nard Elsterhorst, Neider Köhlergrund, Sabrott Wolfsheim, Spohler Brandhofen und Tetschwitz Vogelhain. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten die Orte 1945 ihre ursprüngliche Bezeichnung zurück. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts stark bewölkt, mit Regen oder Schneeregen bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt. Am Dienstag mit wenigen Wolkenlücken stark bewölkt und dazu Höchstwerte bis 3 Grad. Der Wind weht eher schwach. Am Mittwoch lockerer bewölkt und etwas Sonne, dazu ebenfalls maximal 3 Grad. Am Donnerstag bewölkt mit Auflockerungen und erneut 3 Grad. Nachts Frost bis minus 5 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen angenehmen Abend. Alle Meldungen gibt es zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Wir sind dann morgen wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin machen Sie es gut.